Sie ist die erfolgreichste Miss Schweiz aller Zeiten. Aber eigentlich ist sie jetzt, noch 12 Jahre später, noch viel erfolgreicher als Moderatorin und Werbeikone. Sie ist eine Frau, die vor allem überzeugt wegen ihrer Authentizität. Ich behaupte, das ist auch ihr ganz grosses Markenzeichen. Heute ist sie glücklich mit 2 Kids, 2 Mädels und dem Giovanni. Und für was sie heute eigentlich als Frau wird stehen, das versuchen wir herauszufinden. Ich sage herzlich willkommen, Chrissa Rigozzi. Danke vielmals, Claudia. Schön, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Danke ebenfalls. Du, wir sind ja schon kurz vor Jahresende, 2018, wenn du so ein bisschen zurückschaust. Was waren eigentlich für dich die schönsten Momente gewesen? Die schönsten Momente für mich sind natürlich die Momente mit meinen Kindern, oder? Vor allem, die ich erlebt habe. Dieses Jahr habe ich so viel erlebt. Also, sie haben das erste Mal das Wort Mama gesagt. Also, zuerst Mami oder zuerst Papi gesagt? Beide, muss ich sagen. Eine hat zuerst Papi gesagt und die andere zuerst Mami. Aber das haben sie natürlich schon mit 10, 11 Monaten gesagt. Aber dieses Jahr, sie haben das richtig gesagt mit Bedeutung, oder? Sie wussten, was sie sagten, oder? Richtig Mama. Und ich bin so einfach geschmolzen wie Schokolade, oder? Es war wunderschön und das war im Februar. Dann haben sie im März angefangen zu laufen und das war natürlich auch einen großen Schritt und ganz viele Emotionen für mich. Quasi schon meine Kids werden selbstständiger, oder? Genau, und allein fertig, Baby. Laufen. Ja, genau. Und ja, einfach dann die wunderschönen Momente, die ich mit ihnen teile. Es ist unglaublich, wie sie sich entwickeln im Moment. Oder? Es geht so schnell, jeden Monat, jeden Tag lernen sie was Neues. Wir sind dabei und ich genieße einfach diese Momente. Das ist klar. Beruflich hatte ich auch ganz viele schöne Momente. Aber am wichtigsten rede ich über natürlich die Familie. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Jetzt sind so die ganz grossen Emotionen, ja. Oder? Es relativiert auch viel, oder? In so einem Jahr, wenn man sieht, was eben mit den Kindern passiert im Vergleich zu dem, was halt geschäftlich dort laufen. Geht dir das auch so? Ja, es ist tatsächlich so. Also ich muss mich nicht beklagen, weil geschäftlich läuft alles gut. Ich hatte ganz viele Projekte. Ich hatte auch tolle Reisen dieses Jahr. Ich konnte spannende Leute kennenlernen. Mhm. Aber natürlich, wenn jemand mich fragt, das schönste Geschenk jetzt gegen Weihnachten oder der schönste Moment, es sind meine Kinder. Also das ist primär. Du, wann hat es dann im 2018 Tränen gegeben? Was waren die Momente, die dich sehr stark betroffen gemacht haben? Also ich muss sagen, 2018 war nicht so ein einfaches Jahr für gewisse Bereiche in meinem Leben, also Freundschaften und Gesundheit. Es ist nicht alles so super gelaufen und darum, ich bin ehrlich gesagt froh, wenn das 2018 vorbeigeht in diesem Sinne, oder? Ich hatte einfach im Gesundheitsbereich einfach ganz viele Probleme, also nicht ich natürlich, oder also nicht Freunde selber, und Familie, nein. Und das war ein hartes Jahr. Ich weiß nicht, plötzlich ist alles passiert, hat angefangen mit enge Leute und dann noch andere Gedanken und so. Und ich dachte, hey, was ist los jetzt, oder mit Gesundheit? Dieses Jahr geht es gar nicht gut. Und darum, ich habe das nie gesagt, aber ich wünsche mir, dass das 2018 einfach vorbeigeht. Und dass es ihnen natürlich so schnell wie möglich besser geht. Und Sachen, die in dem Fall sehr einschneidend sind. Natürlich, weil wir arbeiten sowieso täglich, wir sind täglich mit Kindern, wir gehen weiter. Das Leben geht natürlich weiter, aber du hast trotzdem die Gedanken, wenn jemand, also deine Liebsten, nicht gut geht oder gesundheitlich und so. Und das sind natürlich Gedanken und du wünschst dich, dass es einfach so schnell wie möglich besser geht. Aber es sind Gedanken, die dich das ganze Jahr begleiten, oder? Und irgendwann bist du müde oder denkst, okay, jetzt, ich hoffe, dass es ein Ende gibt. Weil ich sage immer, dass das Schönste, das Wichtigste im Leben ist natürlich die Gesundheit. Und du merkst das genau in dem Moment, wo dir oder deinen Liebsten nicht so gut geht. Oder? Dann merkst du, das ist das Luxus heute, gesund zu sein. Dann wünsche ich mir, dass 2019 definitiv besser wird. Aber am Schluss ist es auch ja das, was so ein Leben ausmachen tut, oder? Natürlich, also im Leben gibt es Auf und Abs. Genau, und nicht nur Auf und Ab. Und es gibt die wunderschönen Momente und dann die wenigen wunderschönen Momente, traurig, die muss man natürlich überwinden, oder? Das ist klar. Wenn man natürlich deine Karriere anschaut, hat man das Gefühl, bei dir ist es eigentlich immer nur aufgegangen, seit der Miss Schweiz-Wahl 2006 im September, die Krone bekommen hast. Du hast eigentlich nachher so richtig auf einer Erfolgs-
Wellen geritten. Hast du eine Erklärung dafür, wieso es gerade bei dir so unglaublich gut funktioniert? Also zuerst muss ich sagen, ich liebe meinen Job. Ich liebe, was ich mache. Ich gebe ganz viel Leidenschaft. Ich bin motiviert. Ich will natürlich immer und täglich mein Bestes geben. Ich liebe so sehr meinen Job, dass ich nie müde bin. Oder viele fragen, hey, wieso, woher hast du diese Energie? Oder ich habe die Energie, weil ich merke nicht, wenn ich 16, 18 Stunden arbeite. Ich denke auch, egal in welchem Bereich, wenn man den Job liebt, dann hat man nicht Probleme mit der Zeit, weil die Zeit geht sowieso so schnell vorbei, oder? Ich vorbereite mich auch sehr viel. Ich organisiere mich, ich entwickle mich, ich versuche mich immer neu zu definieren, ich plane etwas, ich habe ganz viele Projekte, ich bin flexibel, ich versuche natürlich das Beste zu geben. Ich habe auch ein gutes Team. Wir überlegen auch immer, wohin wir gehen möchten. Mhm. Und was heißt Schluss, konkret, wenn du sagst, bin ich ehrlich? Unter anderem gehen. Ja, weil meine Karriere hat eben vom Null angefangen sozusagen und heute bin ich da, oder? Und in diesen 12 Jahren habe ich hart gearbeitet. Ich habe mich immer gefragt, oder wohin, was möchte ich erreichen, was für Projekte und für diese Ziele habe ich mich natürlich vorbereitet, ich habe gelernt, ich habe mich verbessert. Es ist natürlich immer wieder eine Schule. Ich sage, auf einer Seite hast du vielleicht ein bisschen Talent im Sinne, du stehst gerne im Mittelpunkt und du bist kommunikativ und kannst gerne mit den Leuten reden, oder? Auf der anderen Seite muss man sich auch immer wieder neu erfinden und lernen, oder? Coaching ist auch richtig wichtig. Also ich finde eben, es ist nicht einfach alles so gekommen, oder? Sondern man muss sich vorbereiten. Es ist, und es ist vor allem sehr viel Arbeit, wenn man jetzt dir zuhören tut. Ja. Das heisst, wenn ich es richtig verstanden habe, sind wirklich angegangen und haben gesagt, wer willst denn du sein in ein paar Jahren? Ja. Und dann haben wir geschaut, was braucht es genau dafür. Genau. Hast du da auch Coaches zugezogen? Oder wie bist du da vorgegangen? Nicht direkt, aber natürlich immer wieder gelernt, oder? Wo ich die Möglichkeit hatte. Auch, ich habe natürlich ganz viele Leute, die ich kenne, die sind im Coaching-Bereich, aber auch im Theater, Regisseure, mit wem ich immer wirklich etwas lernen konnte. Und ich habe mich nie zurückgezogen. Ich habe nie gesagt, ich bin super so. That's wie it, oder? Ist so? Nein, sondern viel Kritik. Ich habe immer geschaut, dass ich das noch besser mache und mit der Zeit, mit Erfahrungen sammeln, dann kommt das auch immer besser, oder? Aber ich bin natürlich auch heute noch nicht angekommen. Ich habe auch wieder so viele Pläne und Projekte und ich bin neugierig, ich bin ehrlich, ich bin so, wie ich bin, vor der Kamera und hinter der Kamera. Darum, es ist schon mal etwas Wichtiges, würde ich sagen, weil so muss man nicht lügen, muss man nicht eine Rolle die spielen. Die Authentizität, wie ich gesagt habe. Ich glaube, das genau, ist das ganz ist wichtig, oder? Weil die Leute kennen meine Fehler, meine Stärke und meine Schwäche. Ich habe was mich sind denn deine Schwächen? Ich glaube, kennt man die wirklich? Doch. Ungeduld, habe ich gelesen. Aber du bist sehr ordentlich und sehr hast einen Putzfimmel. Ja, das stimmt. Nervt das der Giovanni dann ab und zu? Also ich muss sagen, er ist auch sehr ordentlich, oder? Aber ich noch mehr. Und jetzt, seitdem ich Mutter bin, schließe ich sogar eine Auge auf und zu, weil es ist nicht möglich, alles perfekt zu haben. Perfektheit existiert nicht, oder? Aber ich bin natürlich eine, die muss immer schauen, dass alles stimmt, alles richtig sauber, alles perfekt, das Kissen immer so. Und ja, manchmal, Giovanni scherzt, sieht er, dass ich das Kissen so mache und er kommt und macht so extra, oder? Und ich, hey! Ja, ich bin schon ein bisschen, also too much. Du räumst dann auch Giovanni hinterher, wenn du das Gefühl hast, er hat das Küsschen nicht ganz so gerade. Ja, einfach, ich mag einfach diese Sache. Ordnung. Manchmal ist es schon ein bisschen zu pingelig. Voilà. Dann schauen wir doch einmal schnell, wie dich die Leute sehen. Ob sie das allenfalls bei dir auch schon entdeckt haben in den letzten 12 Jahren. Das finden wir jetzt raus. Ja, sie kann Gott sein, ich kann Gott sein, irgendetwas. Das ist Christa Rigozzi. Sie ist berührt worden als Miss Schweiz 2006. Das ist eine unfassbar charmante, gut aussehende Talkmasterin gewesen, also die auch im Fernsehen auch des Öfteren zu sehen war. Ich glaube, jetzt hat sie sich ein bisschen zurückgezogen. Sie hat zwei Kinder, glaube ich, gerade bekommen, Zwillinge. Und sie ist immer wieder so ein bisschen am Moderieren und am Zeug machen. Ja, sie wird nicht alles allein machen, sie wird auch noch Angestellte haben, die ihr helfen. Und den lieben Mann natürlich, klar. Ich denke, sie ist sicher ein Typ Frau, die so den Mittelpunkt braucht.
Sie ist eine sehr gute Werbeträgerin, also man kann sie sehr gut für Werbung brauchen. Ja, sie ist so offen aufgestellt, immer lustig drauf, macht immer ein Witzchen, recht sympathisch mit ihrem Akzent, mit ihrem italienischen. Ich glaube, was sie auszeichnet, ist wirklich, dass sie so authentisch rüberkommt. Sie ist cool. Hey! Ihr habt aber nur die positiven Feedbacks. Nein, das machen wir im Fall wirklich nicht. Es gibt wirklich, ja. Glaube ich, gar nicht so viel, wo man bei dir muss suchen muss, außer jetzt vielleicht deine Pingeligkeit oder ja, so. Aber was ich schön finde, man sieht, die Authentizität kommt durch, so die Coolness, die du eben auch hast. Und man spürt auch, das habe ich sehr herzlich gefunden, weil sie hat eben einfach auch einen guten Mann. Ja, natürlich. Also man spürt irgendwie, ja. Du bist gut eingebettet. Das ist, glaube ich, schon auch ein Teil von deinem Erfolg. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also zuerst sage ich danke an alle, die etwas so herzlich gesagt haben über mich. Das ist für mich einen wichtigen Punkt in meinem Leben. Natürlich, ich könnte nie so erfolgreich unterwegs sein ohne meinen Mann, ohne die Unterstützung von Joe. Er ist nicht nur ein lieber Mann, er ist mein erster Fan, er ist der Mann, der mich vertraut, pusht, motiviert, unterstützt. Ohne ihn könnte ich heute natürlich nicht da sein, wo ich bin. Oder? Darum, ich muss ihm alles danken. Wir respektieren uns natürlich, wir vertrauen uns gegenseitig, wir unterstützen uns gegenseitig, oder? Und er ist einfach die wichtigste Person in meinem Leben, nämlich natürlich meine Kinder, oder? Das ist klar. Er hat mal etwas ganz Schönes gesagt, oder Vernissage von deinem ersten Buch. Ja. Er sagt, er danke jeden Tag Gott, dass er dich kennengelernt hat. Du, wie kriegst du das an? Hühnerhaut! Gänsehaut! Ja, also es ist ja unglaublich, dass man das auch über 18 Jahre oder so kann kultivieren, wenn ihr das gemacht habt. Ich habe einfach meine zweite Hälfte gefunden. Ich weiß nicht, das war auch nie geplant. Ich war so jung oder mit 17 Jahre alt sind wir zusammengekommen und heute bin ich 35, bin ich immer noch mit ihm. Wir haben eine Familie gegründet, wir sind verheiratet, haben zwei Kinder. Wir lieben uns nach wie vor. Wir haben uns natürlich kennengelernt, als wir jung waren, muss ich sagen, und wir sind zusammen aufgewachsen. Und wir haben ganz viele wunderschöne Momente zusammen erlebt. Wir haben auch die traurigen Momente zusammen gekämpft. Wir hatten zwischendurch dann plötzlich eine Pause von ungefähr 6 Monaten. Also haben wir mal gemacht? Also genau, wir haben das gemacht nach 5 Jahren. Wie eine Sommerpause, oder? Ja, irgendwann ist es wie langweilig geworden. Also unsere Beziehung war nur noch Joe und ich. Allein, wie routiniert, oder? Ich war in Bern am Studieren, er in Fribourg am Arbeiten. Wir haben uns am Wochenende immer getroffen und nur wir zwei, oder? Und irgendwann war es nicht mehr mal gut, oder? Genau. Und dann haben wir uns entschieden, sich zu treffen und das hat sich gelohnt. Also wir hatten nie Erwartungen im Sinne, okay, wir kommen wieder zusammen oder so. Wir haben gesagt, wir schauen oder lieber jetzt Abstand, ein bisschen Ruhe. Und etwa 7 Monate später haben wir uns wieder getroffen und es war besser denn je. Also die Pause hat natürlich gelohnt. Die hat es gebraucht, ja, wenn ich gehöre, natürlich. Oder? Und es war einfach besser, weil dann haben wir wirklich... Wir wussten genau, was wir wollten. Es war noch besser. Und auch heute natürlich, jeden Tag ist es schön. Also ich lache so viel mit ihm. Manchmal redet man über Routine, Langeweile, weißt du, nach 20 Jahren zusammen. Man muss natürlich immer kommunizieren, man muss etwas machen, man muss natürlich immer wieder etwas Neues entwickeln. Das ist klar, oder? Damit es die Leidenschaft auch bleibt und mit Kindern und so. Man muss auch die Momente zu zweit finden, oder? Wir machen das und es funktioniert. Wie das? Weißt du, nehmt ihr eure Übungen, wo ihr irgendwie mal Zeit dafür bringt? Also jeden Abend ist natürlich für uns, wenn ich nicht arbeite, weil unsere Kinder essen natürlich noch früh, weil sie sind 23 Monate alt und dann gehen sie gegen 7:30 ins Bett und wir essen danach, weil wir Südländer essen immer ein bisschen später, oder? Darum, wir essen immer zusammen danach und wir haben natürlich jeden Abend die Zeit zu zweit. Wenn die Kinder ins Bett sind, wir sind sowieso allein. Wir planen auch ein romantisches Dinner allein, wenn wir das brauchen, oder? Und da, wenn wir natürlich die Großeltern, wenn wir sie brauchen.
Aber wir verbringen auch ganz viel Zeit zusammen mit den Kids im Moment, oder? Weil sie sind noch so klein, obwohl sie so schnell wachsen. Und wir möchten jeden Moment genießen. Und es ist wunderschön, wenn wir zu vier zusammen sind, oder? Dann fehlt euch gar nicht so das Bärli oder die Zweisamkeit, wo viele ja dann sagen, genau. Viele sagen, das ist die gefährlichste Zeit, wo man sich so trennen tut, weil man sich als Paar verliert. Das scheint bei euch gar nicht der Fall zu sein. Nein, also man muss natürlich kämpfen für alle. Oder? Natürlich kommt die Routine, du weißt das als Mama oder? Und als Papa. Und man muss einfach die Zeit finden. Man ist nicht nur Eltern, sondern man ist immer noch ein Paar. Ein Liebespaar auch. Aber wenn man schaut jetzt für unsere, also unsere Beispiele, ich muss sagen, wenn wir früher jede Woche mussten wir ein romantisches Dinner machen, jetzt reicht es auch einmal im Monat, weil die andere Zeit, die wir mit den Kids verbringen, ist wunderschön. Und uns fehlt nichts, also wir vermissen nichts. Wir möchten nicht zurückkommen oder zurückgehen. Es ist einfach so perfekt, wie es ist. Also man spürt bei dir richtig die Liebe zu den Kindern und zu der Familie. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was euch sehr verbindet tut. Was ich sehr lässig bei euch finde, ist, ihr pflegt ein ganz anderes Rollenbild. Also im Sinne von gleichwertig, so nehme ich es wahr, gleichwertige Partner. Also ihr könnt die Kinder auch gleichwertig erziehen. Wie sieht das im Alltag aus, Joe und du? Bei uns ist Gleichwert und Gleichberechtigung zu Hause. Oder? Er ist der Papa, ich bin die Mama. Nicht, dass, er ist nicht Mama, Das im Allgemeinen, wo Leute sagen, wenn der Papa zu Hause bleibt mit den Kids und sagen, er macht die Mama. Nein, wieso? Er macht der Papa. Er ist der Papa, ich bin die Mama. Wir haben zwei Kinder zusammen gemacht und beide sind natürlich anwesend, oder? Für die Erziehung, für alles. Wir haben uns natürlich so organisiert, dass bevor die Kinder kamen, haben wir geplant, oder möchten wir Eltern werden, was machen wir danach, wenn es soweit ist. Ich wollte nach wie vor arbeiten, weil ich meinen Job liebe. Er ist Grafiker und im Bereich Inneneinrichtung tätig. Er wollte auch weiter. Dann hat er sich selbstständig gemacht, bevor ich Mutter geworden bin. Und wir haben gesagt, okay, wir probieren. Oder? Er arbeitet von zu Hause und er bleibt zu Hause, wenn ich in Zürich bin. Und wenn ich zu Hause bin, nimmt er seine Termine außer Auswasser. Wir haben das getestet, weil man muss nicht... Man weiß funktioniert nicht, denn das auch? Wenn die Kinder zu Hause sind, kann man arbeiten, oder nicht? Wenn sie immer schreien, nein. Es hat funktioniert tatsächlich. Unsere Kinder schlafen gerne, sie haben regelmäßiges Timing zu Hause. Und seit 2 Jahren läuft es am besten. Und eben, er ist zu Hause, macht der Papa, wenn die Mama mit zum Beispiel... Mit Putzen und Kochen und allem drum und dran. Alles, was gehört. Also Windelwechsel, super Brei hat er immer vorbereitet und frische. Alles und er spielt fühlt mit. Sich und er fühlt sich nicht im siebten Himmel. Nein, er ist verliebt. Er ist verliebt in seine Prinzessinnen. Er sagt immer, das Schönste ist, mit 3 Frauen zu Hause zu sein. Gut, er hat natürlich 5 Schwestern, oder? Mein Mann. Er ist in eine große Frauenfamilie aufgewachsen. Er ist der Kleinste, der Jüngste und er war verwöhnt vor Frauen und er liebt die Frauen. Und er sagt immer, das ist das Schönste. Er war sogar früher bereit als ich. Also er sagt immer, ich will Papa werden, ich will Papa. Und in dem Moment war ich nicht so begeistert, oder? Er wollte von Anfang an Papi werden und es ist einfach der schönste Job der Welt für ihn und er möchte das immer machen. Und manchmal denke ich, ich habe heute einen Job, ich möchte so gerne mit euch die Zeit verbringen und zusammenspielen. Und der pusht mich, nein, geh, ich bin hier, ich mache das, oder? So das ist es. Das ist einfach toll. Genau, es scheint einfach sehr gut zu matchen, ihr zwei. Ja, und wenn ich zu Hause bin, natürlich kann er dann seine Termine außer auswählen. Das geht aber nur, wenn man einen Partner hat, ich es vorher schon angetönt, wo ich sehr gut Selbstbewusstsein habe. Weil sonst gibt es ja dann oft, das kennst du sicher auch, dass die Frau ein bisschen weiter oben ist und dass die Augenhöhe nicht mehr fehlt, das haben die nie gehabt. Nein, also bei uns, wir waren wirklich auf gleiche Augenhöhe, wie du sagst. Wir haben uns immer respektiert, beide. Ich unterstütze ihn auch bei seinem Job, oder? Weil selbstständig zu werden, war es natürlich nicht so einfach, oder? Und ich vertraue ihm und wir reden über alles, wir kommunizieren, wir entscheiden auch zusammen, oder? Wenn ich auch neue Angebote oder Projekte habe, rede ich zuerst mit ihm, ich möchte gerne wissen, was er darüber denkt und dasselbe funktioniert es mit ihm, oder? Und darum, es gibt keine Konkurrenz bei uns, es gibt keinen Kampf.
Nur auch miteinander. Man miteinander, wirklich alles. Und es beginnt vom Windelwechseln und es sind viele natürlich. Mit zwei. Mit zwei. Ja, da habt ihr ja, ihr habt gesagt, wenn der gerade richtig, oder? Dann gibt es gerade zwei. Ihr habt ja auch immer nur zwei wählen, das heisst, es gibt jetzt kein Drittes oder Viertes. Wer weiß, ich weiß es nicht. Es ist einfach so, dass ich habe immer gedacht, zwei Kinder ist perfekt. Vielleicht, weil ich bin auch mit einem Bruder aufgewachsen, oder? Und ich weiß, zu zweit ist es am schönsten. Ich wusste, ich habe Zwillinge in der Familie bei mir und darum, ich wusste, es gibt die Möglichkeit. Aber natürlich, du denkst nicht bis am Schluss, doch, du wirst Zwillinge haben, oder? Und als die Zwillinge kamen, dachte ich, hoho, jetzt Respekt, oder? Zwei gleichzeitig, oder? Du bist ja schon schnell in Schockstarre verfallen, natürlich, oder? Natürlich, aber der Arzt hat auch mich geschaut und gesagt, hey, der Chris, entweder machst du das richtig oder nicht. Und ich, ja, so scheint es, oder? Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es ist super gelaufen. Es hat auch ganz viele Vorteile. Zwei Kinder gleichzeitig zu haben, zuerst ist ein Wunder. Es ist wunderschön, es ist etwas unbeschreiblich, wie sie zusammen sind, ihre eigene Sprache. Sie verstehen sich, sie sind dasselbe Blut, sie waren beide in meinem Bauch, oder? Es ist unglaublich. Sie spielen viel miteinander, interagieren. Das ist auch vom Vorteil. Ich denke, mit einem Einzelkind musst du auch viel organisieren, bist oder? Immer du der Spielpartner. Genau, ja, oder? Und dann denke ich, es ist so schnell gegangen. Ich wollte natürlich zwei Schwangerschaften erleben und es ist einfach in einem, oder? Also fürs Moment ist wirklich kein Thema natürlich. Sie brauchen uns, sie sind noch klein. Mhm. Aber wer weiß, ich weiß es nicht in Zukunft vielleicht. Es ist so schön, Mutter. Euch wird es langweilig, weißt, wenn dann die siebni oder acht sind. Und es ist so schön, Mutter zu werden, muss ich sagen. Es ist das Schönste, was mir passieren konnte. Darum, ich will das nicht jetzt abschließen. Also nicht, dass es morgen jetzt plötzlich in der Zeit kommt Christa schwanger oder ich bin ja nicht, aber ich will mich das nicht jetzt ausschließen, schon mit 35, jetzt ist fertig, weiß ich nicht. Wir werden doch sehen. Das ist doch schön, das sind ja Sachen, die man sich auch so ein bisschen leiten lassen, oder? Krach wegen der Erziehung haben wir nie, wenn wir haben immer dann Krach, wenn wir es nicht ganz gleich sehen, bei uns ist das nicht so, haben wir immer die genau gleiche Linie? Also im Moment ja, muss ich sagen. Gut, unsere Mädchen sind 23 Jahre, Monate alt, oder? Darum, weißt du, vor allem geht es um Respekt gegenüber Menschen, um Danke sagen, was dürfen sie machen, was nicht. Ich muss sagen, wir sind nicht strenge Eltern, aber wir haben natürlich wichtige Regeln und die müssen behalten werden, oder? Welche sind das? Welche Regeln? Ja, wie zum Beispiel eben begrüßen, wenn jemand kommt, Danke sagen, zusammenspielen und die Sachen teilen. Wir kaufen nicht alles doppelt. Sie müssen lernen, zusammenteilen, anständig sein auch, weißt du, also nicht alles kaputt machen oder alles wegschmeißen oder so, das nicht, obwohl sie Kinder sind. Sie dürfen natürlich auch schmutzig werden, das ist klar, oder? Wir sind nicht so streng, es gibt gewisse Regeln. Jetzt dürfen sie zum Beispiel nicht mit dem Handy, oder? Weil sie möchten immer unsere Handy. Ich finde, mit 23 Monaten alt ist es einfach zu früh, oder? Für was? Lieber ein Buch lesen oder malen. Aber sie dürfen Schokolade essen, wenn sie wollen, oder? Eben, wir haben natürlich diese Linie im Sinne nicht zu streng, aber doch was Wichtiges, also wegen Respekt und Werte. Das ist für uns sehr wichtig. Wir haben noch nicht gestritten, weil wir sind natürlich beide auf gleichem Niveau. Aber vielleicht kommt das noch. Das oder? Kommt dann noch, wenn sie eben. Kann sein. Aber du hast ein gutes Thema angesprochen. Wir haben auch eine Arena-Report dazu gemacht, soziale Netzwerke und das Handy. Und wie viele Stunden ist man überhaupt online? Du selber sagst auch, bist auch ein paar Stunden, drei bis sechs Stunden online, machst auch sehr viel auf dem iPhone, schaffst ein Arbeitsgerät für dich. Und dazu hat man die Kleinen. Also man muss sich ja dann sehr schnell einmal überlegen, wie geht man selber mit dem Gerät und was gibt man den Kleinen weiter? Was ist dir wichtig im Umgang mit den Kleinen später dann eben auch und mit dir selber? Also es ist einfach so, dass meine Kinder, ich meine mit 23 Monate alt, oder? Sie nehmen mein Handy und sie kennen das nicht, oder? Sie können natürlich schon ein paar Videos anschauen und Kindermusik, oder? Das machen wir schon zusammen. Aber dass sie selber ein eigenes Smartphone haben und so, finde ich das nicht notwendig, ehrlich gesagt, oder? Vor allem, weil ich sehe, wie viel Spaß haben sie beim Leselernen oder beim Bücher anschauen und dann beim Malen und so. Und am Schluss tun sie sowieso das Handy weg und sie
sie bevorzugen diese Spielzeuge, oder? Zum Glück. Genau, und zum Glück, oder? Ich bin aber nicht dagegen. Ich sage nicht, meine Kinder werden nie ein Smartphone haben und nie ein iPad, oder? Weil ich sehe mir mein Götterbuch, aber es gibt super Applikationen, wo kann man Nummern lernen, Zahlen lernen, weißt du, man kann so viel lernen mit dem iPad und ich bin nicht dagegen. Ich finde einfach zu früh jetzt, oder? Darum, meine Kinder werden sowieso nicht für Weihnachten ein Smartphone bekommen. Hoffentlich nicht mit Wenn ein Bilderbuch, oder? Ja. Das ist klar. Umgang mit Medien. Jetzt stellt sich natürlich die Frage noch nicht, im Sinne, sie sind noch zu klein. Wenn der Moment kommt, dann wer weiß, was es gibt. Vielleicht gibt es auch kein Smartphone mehr, sondern irgendein Chip oder was Kleines, weil eben es geht so schnell, oder? In dieser Digitalisierungszeit. Es kommt alles so schnell und immer wieder neue Technologien, oder? Das ist eine Sache. Die andere Sache ist natürlich Präsenz auf Social Media, oder? Das mache ich beruflich. Täglich und darum, ich poste natürlich fast alles, was ich beruflich mache. Ab und zu gibt es Bilder von meinen Kindern. Es war natürlich eine lange Entscheidung. Da waren natürlich mein Mann und ich schon von Anfang an einig, dass meine Kinder werden nie werben. Also ich werde nie meine Kinder für Werbezwecke benutzen. Das nicht. Also wenn ich irgendeinen Vertrag habe als Werbebotschafterin, dann bin ich, aber nicht sie. Ich wurde mehrmals angefragt und ich habe immer abgesagt, weil ich will einfach nicht, dass meine Kinder für Werbezwecke, also wenn, sie entscheiden selber ab 18, oder? Das andere ist natürlich die Präsenz, also Kinder zeigen, oder? Für die ersten 6 Monate habe ich meine Kinder nie gezeigt in den Social Media. Es kamen immer wieder Anfragen von den Medien und so. Wieso? Vor allem, ich verstehe, es gibt auch Fans, Familien, Frauen, die möchten gerne die Kinder von Christa sehen, oder? Und es ist auch nicht negativ. Ich habe dann nach 6 Monaten entschieden, selber ein Foto zu posten, weil ich dachte, okay, was machen wir? Wenn wir etwas geben, dann haben wir die Kontrolle, oder? Alle sind happy, ja. Wir zeigen unsere Kinder, that's it, oder? Wenn wir das nicht machen, dann kommt einfach das Gefahr, dass sie zu uns kommen, oder? Und versuchen, unsere Kinder zu fotografieren. Und das ist passiert bei einem Event, wo ich dabei war mit meinen Kindern als Gast. Oh, und da habe ich wirklich gesehen, wie die Medien versuchten, meine Kinder im Babywagen zu fotografieren, weil ich immer noch kein Foto gezeigt hatte, oder? Und in dem Moment war es für uns klar, okay, jetzt machen wir ab und zu, wir posten selber ein Foto, wir haben die Kontrolle, wir wissen, was wir posten und so sind alle happy. Und ich finde das natürlich nicht negativ, weil ich möchte auch gerne meine Kinder zeigen und einen schönen Moment mit meinen Kindern, wie zum Beispiel in den Ferien oder zu Hause mit unseren Hunden, oder? Das ist einfach besser, dass ich das mache, mit Kontrolle. Ja, absolut, dann hast du es unter Kontrolle. Und das war natürlich die Entscheidung. Klar, meine Kinder könnten immer noch, wenn sie aufwachsen, sagen, hey, wieso hast du mir ins Netz gestellt, oder? Aber als öffentliche Person kann ich das nicht vermeiden, weil entweder hätte ich das gemacht mit Kontrolle oder sie kommen sowieso auf der Straße, wenn Fotografen uns fotografieren möchten. Das ist ein bisschen die Kehrseite, oder? Ja. Wo du auch da innen mit und du hast beschrieben. Es gibt halt so ein bisschen wie die zwei Welten. Mhm. Und das eine ist zwar sehr schön, aber hat eine gewisse Konsequenz. Das ist jetzt, man spürt auch heraus, das ist jetzt da, was du wahrscheinlich das erste Mal nicht mehr so ganz lustig gefunden hast. Hat es schon andere Momente gegeben, wo du gesagt hast, hey, also da hätte ich eigentlich am liebsten gesagt, wisst ihr was? Ja. Ich stehe zwar gerne im Mittelpunkt, aber Skiwerferlicht gebe ich jetzt doch gerne ab. Nein, also solche Momente nicht, weil eben ich kann mich gut abgrenzen, oder? Im Sinne, ich mache meinen Job, ich liebe meinen Job, mache ich das. Das, was die Familie ist, ist Familie, es ist Privatsache, oder? Von dem her, ich kann mich gut abgrenzen. Und eben, wenn es immer wieder die Frage kommt, du mit deinen Kindern für Werbeplakate und so, dann sage ich einfach nein, oder? Ich denke, inzwischen, nach 2 Jahren, haben die Leute verstanden. Die Anfrage muss man gar nicht mehr stellen. Ja, ich würde noch ganz gerne mal auf Social Media sprechen. Mhm. Man redet ja davon, wenn man 60 Mal das Handy pro Tag führen nimmt, dass man schon handysüchtig ist. Wie kontrollierst du dich? Und wie weit bist du auch schon so ein bisschen abhängig vom Handy? Wie wahrscheinlich wir alle. Ja. Also ich kann sagen, ich bin süchtig nach meinem Smartphone, weil ich einfach arbeite mit dem Smartphone. Ich mache alles. Ich telefoniere, schicke SMS, WhatsApp, ich FaceTime mit meinen Kindern, wenn ich weg bin. Ich schicke Mails, ich mache Bezahlungen, Bestellungen online.
Also ohne mein Smartphone gibt es dich eigentlich nicht als genau. Mensch. Heutzutage wirklich mit diesem kleinen Gerät kann ich alles machen. Und ich kann fotografieren, auch in den Ferien. Also es ist unglaublich, es ist wirklich ein tolles Gerät für mich. Oder? Aber online bin ich natürlich schon täglich. Aber ich bin nicht süchtig, das kann ich schon sagen. Zum Beispiel heute Morgen habe ich ein Foto gepostet, wo ich Richtung Zürich ging. Und das hat vielleicht 2 Minuten gedauert und dann war ich nicht mehr online. Jetzt, vielleicht nach der Sendung, poste ich schon ein Foto von uns beiden, oder? Ganz schnell und that's it, oder? Darum, eben, ich kann sagen, ich habe meine Grenze, oder? Ich bin nicht ständig online. Und wenn, heißt es nicht nur auf Social Media. Also ich bin nicht die, die steht auf, nimmt das Handy und geht schon auf Facebook. Das nicht. Also ich muss zuerst meinen Kaffee trinken. Alle. Das fällt wahrscheinlich schon mal nicht ganz und, so lässig. Nein, nein. Und dann habe ich meinen Kaffee getrunken, lese ich die Nachrichten online, klar, all die Zeitungen und Portale, Infoportale. Und dann gehe ich vielleicht schnell in Facebook oder Instagram. Vor allem, ich schaue mir die Geburtstage, oder? Weil Facebook ist ein... ist auch gut, oder erinnert, ah, heute ist meine Freundin hat Geburtstag. So man muss nicht mehr eintragen im Outlook. Ja, nein, es ist unglaublich. Also ich muss sagen, es gibt viele Pro, also viele Stärken. Oder? Absolut, ich glaube, es ist auch da, man muss lernen, damit umzugehen. Ja, der Umgang mit Medien ist wichtig, oder? Und das möchte ich natürlich auch meinen Kindern weitergeben. Aber ich überlege noch nicht jetzt, weil ich denke, eben jetzt ist noch zu früh, oder? Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis wenn sie ins Kindergarten gehen und alle haben dann ein Tablet. Wir hatten unsere Säcke. Mit Mandarinli. Heute kommen alle mit dem Tablet und schon mit dem Phone. Oh Gott. Aber wir haben noch nicht darüber geredet, was für dich eigentlich Glück bedeutet. Oh wow, das ist ein grosses Wort. Also Glück, was bedeutet für mich? Ich denke, ich habe Glück in meinem Leben. Ich habe ein schönes Leben, ich habe ganz viel erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe die Gesundheit, ich habe eine wunderschöne Familie, 2 gesunde Kinder. Die täglich lachen. Ich habe einen Superman zu Hause. Der Superman, genau. Der Superman. Genau, und das ist mein Glück. Die Liebe, die ich habe in meinem Leben, mit so viel Liebe, meine Familie und auch natürlich Verwandtschaft und so und Freunden, das ist für mich Glück, oder? Das zu haben, ein Zuhause zu haben, vor allem auch jetzt, wo bald Weihnachten ist und man sieht vielleicht Leute, dass kein Zuhause haben, keine Liebe. Das ist für mich der größte Glück, oder? Und das macht mich glücklich. Wie wichtig ist der Glaube in deinem Leben? Glauben ist für mich sehr wichtig. Ich habe immer geglaubt. Ich finde, Glauben ist wichtig im Leben, egal an wem, was. Einfach glauben, oder? Es gibt dir einfach eine Hilfe, also weiterzugehen, oder in den schwierigen Momenten, in den schönen Momenten. Ich bin katholisch, ich habe geglaubt, darum habe ich geheiratet in der Kirche, darum habe ich meine Kinder getauft letztes Jahr, darum war für mich ein Traum, der Papst kennenzulernen und dass er meine Kinder quasi so tauft. Ich glaube, ich will einfach glauben, dass es nach dem Tod etwas gibt. Irgendetwas gibt und was Schönes. Und wieso willst du das glauben, wenn du nicht willst, dass es fertig ist? Ja, weil das Leben ist so schön und ich möchte nicht denken, das Leben ist so schön und dann plötzlich ist es fertig. Ich möchte gerne wissen, dass danach ist noch ein schönes Leben. Wo spielt der Glaube in deinem Alltag eine Rolle? Oder weißt, wie integrierst du das in dein Jetzt gerade, vorher habe ich etwas gesagt, oder, dass ich habe im Moment einige engste Liebsten, die ihnen nicht so gut geht, gesundheitlich, habe ich letzte Woche noch gebetet, wirklich, dass es gut kommt und dass es nicht zur tragischen Ende geht, wegen schlimmen Krankheiten. Und es ist nicht, dass ich egoistisch bin im Sinne, ich bete nur, wenn es nötig ist, oder? Ich gehe nicht jeden Sonntag in der Kille oder zu Gottesdienst, aber ich bete. Ich bete für meine Kinder, ich bete für meine Liebsten. Ich bete, wenn ich wirklich das Gefühl habe, es braucht, oder? Wie wirst du es deinen Kindern weitergeben? So? Die haben schon gelernt jetzt, mit meinem Mann und ich. Wir haben sie gelehrt, wie man das macht, auf Katholisches, weißt du, eine Bitte. Eine Bitte.
Ein Gebet. Ein Gebet, ja. Entschuldigung. Zabig, ein Gebet. Machen Sie das Zabig im Bett? Oder? Also wir machen das noch nicht, aber wir haben sie gelernt, wie man das sagt, eine. Und der Anfang natürlich, oder? Und sie machen das nach und sie machen mit Lächeln. Und das ist schön, oder? Auch am Tisch manchmal vor dem Essen sagen, hey, und wie sagt man Danke, dass wir das haben? Wir sind nicht im Sinne katholisch, wir beten vor dem Abendessen und so. Aber wir haben sie das erste Gebet gelehrt und sie machen nach und sie sind super. Vor was hast du am meisten Angst? Vom Gewalt habe ich am meisten Angst, von der Tragödie, einfach von den Böse, also Bösheit, Gewalt, das es in der Welt heutzutage gibt. Ich will einfach meine Kinder schützen. Und wenn ich sehe, was passiert, vor allem vielleicht, weil ich Mutter bin, jetzt was Kinder erleben in einige Länder oder auch in unsere Länder natürlich, oder? Von Brutalität, von Gewalt und so. Also das macht mich einfach hässig und ich habe Angst vor dem. Ist das mit Giovanni auch so? Sind das die gleichen Ängste, die man gemeinsam teilen tut? Was ist dein Lebensmotto, das dich jetzt immer durch all diese Jahre geprägt hat? Mein Lebensmotto ist nie aufgeben. Nie das aufgeben? Ist, ja, von wirklich seit vielleicht 20 Jahren. Es war immer so, auch als, an der Universität, als ich studierte. Oder? Es gab auch die schwierigen Momente, so viele Prüfungen und alles. Nein, nie aufgeben. Du erreichst dein Diplom. Und da habe ich gefasst. Es gab als junge Teenager einen Song, No Molare Mai, also nie aufgeben. Ich weiß nicht, ich denke, sie ist sogar von einer Fußballmannschaft, Juve oder Inter, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, als ich das Motto gehört hatte, war sofort mein Motto. Ich habe das quasi gestohlen. Hast du das als Kind auch gebraucht? Ist das als Kind hat auch mal zum Zug gekommen? Als Kind nicht, würde ich sagen. Aber ich war natürlich immer ein Stier. Ich bin ein Stier, oder? Immer stur. Ich habe immer gekämpft für das, was ich wollte. Ich war natürlich immer präsent, immer sozusagen im Mittelpunkt. Ich wollte immer was erreichen, immer gut in der Schule, immer das. Also ich hatte ganz viele Ziele schon von klein. Ich wollte so viel machen, so viel unternehmen. So war ich schon als Kind und so bin ich heute, oder? Und darum eben... ich gehe weiter, oder, und sage immer eben nie aufgeben, oder egal was du möchtest, es liegt an dir, oder, und wenn du alles gibst und bist du motiviert und hast du eine gewisse Autosicherheit, dann kannst du das erreichen. Und ich sage jetzt schon danke viel mal für danke das offene dir. Und spannende Gespräch und alles Gute für die Zukunft. Wir nehmen sicher ganz viel mit aus dem Tag und vor allem eine schöne Adventszeit. Dankeschön. Gleichfalls. Und wir sehen uns auch wieder am nächsten Mittwoch am 8. oder am 10. Bis dahin ganz gute Zeit, haben sich Sorge an die Mitglieder.